Hallo, ich bin's, Luise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Es war einmal in einem unbekannten Land. Es war einmal an einem wunderschönen Ort. Na, erinnern euch diese Worte an etwas? Genau, heute soll es um Märchen gehen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so gute Erinnerungen habt an Märchenstunden mit euren Großeltern oder Eltern. Ich durfte einige schöne Märchen hören. Ich fange an mit ein paar wichtigen Informationen zum Märchen. Das Wort Märchen kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie Bericht oder Nachricht. Außerdem gehört es zur Prosaerzählung. Es ist eine sehr alte Textgattung und wurde damals mündlich überliefert. Das heißt, wenn die Menschen am Feuer saßen oder in ihren Häusern, haben sie sich gegenseitig Märchen erzählt. Heute wurden sie für uns aufgeschrieben, sodass wir sie uns weiter vorlesen können. Okay, woran erkennt man Märchen? Also, was für Merkmale hat ein Märchen? Ganz wichtig bei einem Märchen ist, dass immer Gut gegen Böse kämpft. Dabei wird das Gute im Endeffekt belohnt und das Böse bestraft. Im Mittelpunkt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.